Ja, Mädels, ihr müsst mal anfangen. Ne? Ihr habt nur 100 Sekunden und 10 davon sind jetzt auch schon um. Leons? Lena? Leons? Lena? Leons? Lena? Leons? Rosetta? Valerio? König Peter? Die Gouvernante! Moment, wer ist denn jetzt eigentlich wer? Genau, um diese Frage geht's ja in unserem Stück. Georg Büchner feiert nämlich dieses Jahr seinen 200. Geburtstag. Und zu diesem Jubiläum haben wir, das Ensemble der Studiobühne, uns überlegt, ein Büchner-Projekt zu machen. Und das ist Leonce und Lena. Bei Leonce und Lena geht's um Leonce und Lena. Zwei adlige Teenager, die nichts zu tun haben, außer sich hart zu langweilen. Müßig zu gehen. Ja, oder so. Ja, beide kommen ja auch noch aus so schönen Orten wie Königreich Popo und oder Pipi. Und naja, die beiden sollen sich halt heiraten. Und natürlich auch danach noch das Volk regieren, König sein. Darauf haben die beiden aber gar keine Lust, denn die verbringen lieber die Zeit damit, melancholisch zu sein. Auf der Flucht, denn die beiden wollen dann halt so fliehen, die hier kennen sich auch gar nicht. Dann fliehen die beiden halt so davon, treffen sich dann aber auf der Flucht. Und tada, plötzlich finden die sich dann doch ganz nett. Aber die wissen leider immer noch nicht, wer die beiden eigentlich sind. Aber wenn ihr jetzt wissen wollt, ob das Ganze gut ausgeht, dann müsst ihr ins Musische Zentrum kommen. Nämlich wann, Jasmin? Am Samstag, also diesen Samstag. 26. Januar. Und am Sonntag. 27. Januar. Jeweils um 19.30 Uhr. Und Eintritt ist wie immer frei. Tja, was bleibt uns sonst noch zu sagen, außer Pipi, Popo, Schnickel, Schnackel.